Mitte des 19. Jahrhunderts wurden im damaligen Sachsen viele Eisenbahnlinien aufgebaut. Die Königlich Sächsische Eisenbahn wollte eine Verbindung zwischen den Häfen an der Ostsee und München schaffen. Sie entschied sich, von Leipzig über das Vogtland nach Bayern zu fahren. Und so bekamen Reichenbach und Plauen vor 165 Jahren eine Anbindung an das Fernbahnnetz. 1851 fuhren die ersten Züge über die berühmte Göltschtalbrücke. Und anlässlich dieses Jubiläums werden an diesem Wochenende die Hof-Plauener Dampftage gefeiert. Zwei Superlative in einem Bild. Die weltweit schnellste Lok, die noch unter Dampf steht. Sie heizt mit einem Sonderzug über die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Die 18201 auf der Göltschtalbrücke. Am Morgen ist der Zug in Hof losgefahren. Mit 7 Waggons der Deutschen Reichsbahn aus den 70er Jahren. Es geht von Oberfranken nach Reichenbach. Diese beiden Vogtländer sind bestens vorbereitet. Damit ihnen keine Rußpartikel ins Auge fliegen können, haben sie Schutzbrillen aufgesetzt. Zur Eisenbahnromantik gehört für sie auch die Technik. Das muss man sehen, wie die Maschine arbeitet, die Dampfmaschine in der Geschwindigkeit, in der Kurven fährt. Das ist einfach geil. Sie hören die Dampfschläge, Sie spüren den Rauch, jetzt hören Sie das Pfeifen der Lok. Das ist Erinnerung an alte Zeiten. Die 18201 ist das Highlight bei den Hof-Plauener Dampftagen. Eine sogenannte Reko-Lok aus dem Dampflokwerk Meiningen. Aus Teilen von Loks verschiedener Baureihen wurde sie zusammengesetzt. Die Schnellzuglokomotive wird auch nicht mehr mit Kohle befeuert. Schweröl sorgt für Hitze im Kessel. Der Sonderzug erreicht Plauen. Den oberen Bahnhof gibt es seit 1848. Er liegt auf der ersten Nord-Süd-Verbindung bei der Königlich Sächsischen Eisenbahn. Die komplette Bahnlinie zwischen Hof und Leipzig wurde vor 165 Jahren in Betrieb genommen. Daran erinnert eine Ausstellung im Vogtlandmuseum. Mehrere Dampfsonderzüge waren anlässlich des Streckenjubiläums zwischen Hof und Reichenbach unterwegs. Die einen erinnern sich an ihre Studentenzeit. Andere fahren das erste Mal mit einem Zug, vor dem eine Dampflok schnauft. Krass, wie der Dampf, wie viel Dampf diese Lok macht. Die ist riesig und ja, einfach einzigartig. Aus dem Erzgebirge bis nach Jena war es immer eine weite Strecke und da sind wir immer mit die Zug gefahren. Boah, das sind nostalgische Gefühle. Eine durchgehende Verbindung zwischen Leipzig und dem Vogtland gibt es heute allerdings nicht mehr. Und so bleibt den Besuchern der Hof-Plauener Dampftage nur, in alter Eisenbahnromantik zu schwelgen.